Maybe Kate has a split personality. Church girl by day, party monster by night. Sicherheit statt Reue, egal wie sehr ihr einander mögt. Die einzige Ausrutschen kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl, am Warten ist nichts auszusetzen. Weitere Informationen besucht ihr Please Wait. Pazer. Okay. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Dachte mir gerade, wo sollen wir das denn alles lesen? Aber Matthäus 11,28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und Sprüche 21,15. Es ist dem Gerechten eine Freude zu tun, was recht ist, aber keine Furcht des Übeltätern. Ein Foto. Damn, it's the All-American Zombie Family. Warum jetzt Zombie? Also eine schöne Familie, ja, mit drei Kindern. Schön. It's way too emo. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Kate's room is usually immaculate. For her, this must be a pigsty. Mhm. Also sie spielt Violine, okay. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Von ihrer Mutter. Ruf uns an. Kate, dein Vater und ich haben einen verstörenden Anruf vom Direktor Wales bezüglich eines Partyvideos von dir erhalten. Unsere Bedenken, dich nach Blackwell zu schicken, scheinen berechtigt. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an, damit wir uns dies ausführlich besprechen können. Ich hoffe, du hast keine Schande über dich oder die Familie gebracht. Wir beten für dich und ich erwarte, dass du Gott um Vergebung bittest, deine Mutter. Wow. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Stimmt, seit dem Video auch. Oh Mann, was ist bei ihr denn los seitdem? Das ist ja krass. Why did she cover up the mirror? She can't look at herself? Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. Ja, stimmt. Sieht cool aus. Sie können so Comiczeichnerin werden. Ah, ein Kaninchen. Oh, ein Foto. Hey, I'm trying to use my powers for good. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Ich auch nicht, vor allem nicht mit Stella. Kate really has a doting father. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's mich nicht ergriffen. Johannes 1,5. Kathi. Du wirst immer mein hellstes Licht gegen die Dunkelheit sein. Umarmung und Küsse, Papa. That's a lot of tears. She's going to go through boxes. Ach je, sie tut mir so leid. So, ich mache hier aber auf jeden Fall ein Foto. Warum nicht? Und, oh, im Tagebuch gleich mal. Ja, das heißt, das ist so eins. Ich schaue mich aber kurz zu Ende um. She left out damnation. Liebe Kate, sämtliche Dämonen der Hölle hatten mich nicht auf den Inhalt deines Videos vorbereiten können. Wie die Hure Jezebel zeigst du dich vor den Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Höllenfeuer beten. Tante Marsch. Oh je. Och Mann, Kate. Du tust mir so leid. Good Lord. This must be Kate's H.R. Geiger period. Haben wir noch irgendwas nicht gesehen? Ich glaube nicht, ne? Wir haben hier auch. Dann gucke ich mal noch kurz ins Buch. Ja, stimmt, wir müssen. Dienstag müssen wir irgendwann lesen. Auf jeden Fall. Ja, das war das erste. Ach so, das war ein Hase, ist auch. Okay, das nächste Mal, wenn wir irgendeinen Wal oder so mit der Sonne sehen. Als wenn wir draußen irgendwo sind. Also ich will jetzt mir eigentlich schon als Ziel setzen, mal alle Fotos zu bekommen. Es nervt mich hier, aber naja. Ich spiele halt nicht nochmal deshalb die ganze Episode.
Ach, beim Diner, ja, definitiv beim Diner macht man das Foto. Okay, wie viele Seiten haben wir denn schon? Er war schöner mit diesem. Da, 8. Oktober. Ja, damit geht's los. Ich wachte als eine andere Person auf, auch wenn es noch keiner weiß. Nach den Erhöhungen zu meinen Kräften gestern und der Rettung von Chloes Leben, neben anderem ihren Scheiß, wie Victoria es ausdrücken würde, im Backwell, muss ich annehmen, dass jetzt alles anders ist. Und ich dachte, der Welt meine Fotos zu zeigen, würde hart werden. Nachdem Chloe mich gestern am Wohnheim absetzte, fuhr, suchte ich mehr über den außergewöhnlichen Schneefall am Leuchtturm zu erfahren. Aber die örtlichen Meteorologen sind ahnungslos. Ich war so aufgedreht, dass ich die ganze Nacht Zeit- und Quantenphysik recherchierte. Da ich nicht Warren bin, war ich mit einer Recherche noch ahnungsloser als vorher. Ich glaube nicht, dass meine Tornado-Vision oder der Schneefall verbunden sind. Aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Jetzt muss ich duschen und mich fürs Frühstück mit Chloe fertig machen. Dann habe ich echt nötig. Darf Kate im Duschraum und sie wollte Familientreffen zurück. Liebe dieses Buch und ich muss es ihr selbst kaufen. Natürlich stimmten Victoria und Taylor den Duschraum und hackten wegen dem Video auf der ärmsten Kate rum. Und wie richtige Biester schrieben sie den Link zum Video auf den Spiegel. Ich verstehe nicht, wie sie damit ruhig durchkommen. Victoria hat alles. Was hat sie davon, Kate Marsh zu mobben? Wir alle sollten erwachsen sein, aber es ist eher wie Battle Royale. Nur ohne Dystopie und explodierenden Köpfen. Nur Victoria kann dafür sorgen, dass ich mich unter der Dusche dreckig fühle. Ja, das stimmt. Das schafft wirklich nur sie. Foto? Ah, da ist noch ein Foto. Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Das sind jetzt ihre Schwestern, oder? Aber da schaut sie auch nicht so glücklich aus, keine Ahnung. So, Kate, wir reden auf jeden Fall mal mit dir. Hey, Kate. I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? Ich hatte keine Wahl. I had no choice. David Madsen is an asshole. You had the choice to not get involved. Nobody here seems to care about anybody. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Did you party with them? I went to a Vortex Club party against my better judgment. Not my scene at all. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And that's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea.
Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here, near my bag. Oh Mann, was hat Nathan mit dir gemacht? So Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Zur Polizei gehen, nach Beweisen suchen. Also ich bin auf jeden Fall, weil wir schauen uns natürlich wieder beide Möglichkeiten an. Könnt ihr wieder gerne schreiben, für was ihr euch entscheiden würdet. Ich gehe jetzt zuerst zur Polizei gehen, weil ich will, dass im Nachhinein, also ich glaube, nach Beweisen suchen wird besser sein. Yes, you should definitely go to the police, Kate. I totally believe every word you say. Nathan Prescott is truly dangerous. Bless you, Max. I will go to the police. And also Principal Wells. With you as my backup witness, they'll have to take us seriously now. Backup witness? Well, I mean, I believe you and everything, but we're still just spoiled punk students to the cops and faculty. I just think we need to be very careful here. Why? Careful of what? Nothing. Except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Even though that rich bastard has earned some serious bad karma. He'll get it. Time out, Max. You actually told Kate to go to the police and the principal, after getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit. Ja, ich wollte sowieso nicht, Max. Alles gut. Ich wollte sowieso die andere Entscheidung treffen. Ja, hallo, gehst du mal schneller. So. Da sind wir wieder. Hä? Was zum Teufel? Wie weit müssen wir denn zurückgehen? Naja, solange wir den Raum nicht verlassen, ist ja alles noch gut. Oh mein Gott, was ist das? Das ist jetzt so weird an. Sind wir jetzt hier richtig? Ja. What? Hasse diesen Idioten. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate. Well. So, als ob ich jetzt alles nochmal drücken muss. And I swear I haven't watched. Aber immerhin sehen wir jetzt neue Sachen. Even watch it, Max. Should I watch it? Just for posterity? Are you kidding? You know how humiliating this... I know that... Basically... That's awful. So, how did that happen? It's a long story. I'm still trying to sort it all out. You have to tell me more than that. I swear... Ja, ja, ich weiß doch. Not. I don't. I take a sip. Mann, das nervt mich. Ich möchte ja nur die Entscheidung. Ja. Nathan Prescott? Did you go? Definitely not. I'm not sure where I went. What do you remember about that? All I recall. Go on. Somebody. That's all I. So, I have sind wir jetzt mal da? Meine Güte, wie viel haben wir denn geredet mit ihr? Es ist ein krass ernstes Gespräch. Das muss man auch wirklich ernst nehmen. Hä? Ach so, oh mein Gott, ich bin so doof. So, jetzt ja. Nach Beweisen suchen. Meine Güte, I'm sorry. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged.
That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Ja, Max hat halt recht. Sie fühlt sich jetzt schlecht, aber tut mir auch leid, aber es geht nicht anders. So ist es am besten. Finde ich jetzt. Eben seine Entscheidung. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ah. Du bist fies, 40 Minuten oder sonst. Max, Essen, Two Ways, seh dich da. Bricht dir beim Texten keine Finger. Hurra, Frühstück. Keine Emojis. So, wann hat sie das, wann haben wir angefangen? Oh, das ist in 10 Minuten müssen wir da sein. Aha. Okay. Dann würde ich sagen, müssen wir eigentlich gehen. Eventuell eher noch was anderes machen. Ich hab Bock auf das Essen schon. Vielleicht essen wir jetzt die legendären Burger von ihrer Mutter. Pflanze, kann ich die nochmal gießen? Oh Mann, die ist so traurig einfach. Macht einen richtig down, dieses ernsthafte Gespräch. So, also ich gehe jetzt mal weg vom hier. Ich glaube, wir haben uns hier nochmal alles angeguckt. Deswegen. Das ist Samuel. Und ich habe gerade auch Whale oder wie er heißt gesehen. The birds are flocking around Samuel. Hey Samuel, you're up early. Oh, hello young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me, like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the Earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Jeder versteht das irgendwie ein bisschen anders. Ne? Also mit dem Schneefall gestern. Auf jeden Fall hat er streichend schon alles fertig gemacht. Das Gerüst ist schon komplett abgebaut. Er ist sehr fleißig auf jeden Fall. Samuel really should keep this locked. It's a waiting accident. And too easy to sneak into. Ja. I've never seen Samuel wearing shades. And what's with this other crap? Frage ich mich auch. Oh, was da noch? Akten? I can see that Samuel's concerned, but does he need a poster? How did Samuel get photos of Rachel posing? Keine Ahnung. Insta? Wer weiß. Oh. Ach, jetzt können wir mit ihm darüber reden. Ah, das ist ja cool. Oder? Vermutlich. Hey, Samuel. Oh. So, Rachel. Sorry to pry, Samuel, but why are there photos of Rachel Amber in your shed? I'm curious about her. Sorry to pry, she says while prying. Now everybody wants to know about her. So did you know her?
like I told the police. She was a good egg, and she gave me those photos. Oh, you talked to the police? Rachel wanted to be a model. Yeah. She gave out headshots like squirrels chasing food. Keep on prying, Max. Sounds like you have a lot of time on your hands. Den Rest muss ich jetzt mal kurz durchskippen, damit es gespeichert ist, dass wir alles gesehen haben. Okay, aber das war sehr interessant gerade wieder mal. Dein Reh. So. Okay, vielen Dank, Samuel. War cool. Der ist zwar richtig merkwürdig so teilweise, aber nun ja. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe hier aber noch nicht alles angeguckt. Die Akten, die Kiste. Den Wasserspringer. Okay. Wollte ich eigentlich machen, aber wenn man es nicht darf, ist auch okay. So, Essensreste. Lecker. Release the Kraken. Come on, squirrels. Time for your 15 minutes of fame. Oh mein Gott, wie cool. Ich kann mir ein Foto machen. Ja, Tatsache. Yes. Another Pulitzer for the portfolio. Oh, vielleicht ist das aus der ersten. Nee. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge es geht. Vielleicht geht es auch untereinander. Aber im Diner waren wir ja auf jeden Fall noch nicht. Okay, ich gebe mir Mühe, alle Fotos zu machen. Wie das hier jetzt zum Beispiel. Can't Blackwell have at least one no-football zone? Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr nervig sein kann. So. Mit dem muss man auch mal nochmal reden, Tyler, echt. Rachel owes me money. Pay up. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo-hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Wer weiß. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. Das kann ich nicht verstehen. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Hi, Taylor. Hi, Taylor. You're funny. Wir müssen da noch mal kurz durch und dann mit ihrer über ihre Mutter reden. Ach, geht gar nicht. I am serious. That was a great talk, Max. Let's not do it again. Now if you'll excuse me. Sorry, das wusste ich nicht, dass es so rum muss, gemacht werden muss. So. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Hey, Taylor. Eine Mutter. I've heard that your mother was sick. I'm so sorry. What happened to her? Well, if you do care. My mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why I wanted to talk. I'm glad we did. Ah, sehr gut. Hi again, Taylor. Hey, that wasn't such a bad talk. We should do it again. See you later. Eyes up. Oh wow, wie gut. The Prescott dormitory? Good Lord, Nathan's family owns my dorm? Ach, hier ist Ding, die Jungs-Dings, oder was? Jungs-Campus. Hi, Warren. What are you doing here? Oh, nothing. Waiting for a call? Oh mein Gott, er hat ein blaues Auge. Diamond took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you.
Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully, and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Just a pirate I used to know. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? He's dangerous. I don't want you to get involved. You got me there, but lay low. Nathan Prescott is going to get his karma soon. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday. Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. All right. I have to tell Brooke I'm going with you to the movies instead. I'll text you later. Oh mein Gott, als ob du sie einfach ersetzt. Nein, das kannst du doch nicht machen. Gut, nehmen wir den Bus und gehen zum Diner. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel.